Erfasst. Jetzt nur noch ausrichten. Beinahe drinnen. Stillhalten. Genau im Visier. Du wirst nie erfahren, was dich getroffen hat. Nur noch einen Augenblick. Okay. Okay, bereit. Und Feuer. Verdammt, immer noch verklemmt. Ich brauche mehr Bewegungsfreiheit. Tod von oben! Mist! Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Hast du versucht, mich zu erstechen? Warum? Nimm's nicht persönlich, Mädchen. Das ist mein Job. Vor gerade einer Minute habe ich zum Beispiel das ganze Schiff abstürzen lassen, indem ich das Raumgefüge durchtrennte. Also bist du glimpflich davongekommen. Gerade als ich dachte, dass es nicht noch verrückter werden könnte. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Irgendwas sagt mir, dass du den Wert eines guten Messers zu schätzen weißt. Kann ich mich irgendwie vergewissern, dass du ein sprechendes Messer bist? Ich versuche nämlich gerade herauszufinden, ob ich meinen Verstand verliere oder nur ein paar Wahnvorstellungen habe. Oh, ich bin wirklich echt, Mädchen. Ein Wunderwerk der Technologie. Und auch noch scharf. Was machst du im Innern des Monsters Mokchotra? Monster? Mädchen, du bist im Raumschiff Basinostra. Oder, im Moment gerade außerhalb davon. Wir sind außerhalb von einem Raumschiff? Wie kann ich dann atmen? Frag mich nicht sowas. Ich bin ein Festkörper. Ich muss zugeben, dass dieses Schiff und alles drumherum sich seltsam verhalten hat, seit ich rumgeschnitten habe. Aber das war auch zu erwarten. Wer ist der Captain auf diesem Schiff? Das andere Kind, das durch den hellen Punkt im Raum gestürzt ist, haben wir Commander genannt. Den echten Kopf hinter der Operation nennen wir jedoch einfach Mama. Wo finde ich Mama? Keine Ahnung. Ich habe schon länger nichts mehr von ihr gehört. Aber hey, ich habe sie nicht erstochen. Das kannst du mir wirklich nicht unterjubeln. Du kommst mit mir. Nur damit das klar ist, ich habe dieses Schiff zu Boden gebracht. Egal, wenn was geboten ist. Es ist immer praktisch, ein gutes Messer dabei zu haben, auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Wenn man passende Schuhe findet, dann behält man die. So einfach ist das. Das ist der Auslöser für Alex' Todesstrahl. Durch das Loch kann ich immer noch den Himmel sehen. Und das im All. Seltsam. Achtung! Höhe unter dem empfohlenen Wert.
Außenhülle beschädigt. Leite Notstart ein. Warnung, Schiffsachse unausgeglichen. Wie es aussieht, hat dieses Ding einen Schaden erlitten. Von mir. Irgendwie scheint da nichts rein und nichts raus zu fließen. Irgendwie scheint da nichts rein und nichts raus zu fließen. Gyrostabilisatoren getrennt. Anti-Schwerkraftfeld bei Hüllenbruch nicht verfügbar. Diese Rohre sind genauso kaputt wie die anderen. Irgendwie scheint da nichts rein und nichts raus zu fließen. Initialisiere Sternfeldreparatur. Funktion nicht verfügbar. Öffne dich! Mist, das Ding geht nicht auf. Reinitialisiere Sternfeld. Hey, Schlaukopf, meinst du kannst diese Klappe öffnen? Ich heiße Dutch. Gut, Dutch. Kannst du? Nein. Funktion nicht verfügbar. Initialisiere Diagnose. Ich könnte den Schlauch verlängern, indem ich ihn hier aufschneide. Aber ich weiß nicht, ob ich den Sturz dann überleben würde. Komm schon. Wenn das die Hälfte von uns das überlebt. Hey, Schlaukopf, kannst du auch was schneiden? Ich heiße Dutch und die Antwort lautet ja. Ja, ja, ja! Endlich! Vielen Dank! Ich habe dir zu danken. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Erbitte manuelle Freigabe der Sternfeldmatrix. Damit sollte man irgendeine sinnvolle Verbindung herstellen können. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle, aber von hier aus komme ich nicht ran. Ich wiederhole, erbitte manuelle Freigabe der Sternfeldmatrix. Diese Rohre sind aus einem bestimmten Grund abgesperrt. Sternfeldmatrix durch fremde Körpereinheit. Sie sind bereits getrennt. Diese Rohre sind aus einem bestimmten Grund abgesperrt. Sternfeldmatrix durch fremde Körpereinheit blockiert. Irgendwie scheint da nichts rein. Diese Rohre sind aus einem bestimmten Grund abgesperrt. Sternfeldmatrix durch fremde Körpereinheit blockiert. Was ist das? Ein Goldfischglas? Oh. Vermutlich wohl eher ein Raumfahrerhelm. Matrix frei. Schließe Sternfeldreparatur ab. Sternfeldintegrität wiederhergestellt. Initialisiere Druckanhebung. Funktion nicht verfügbar. Luftverteilungssystem unvollständig. Druck kann nicht angehoben werden. Und wozu ist der hier gut? Keine Ahnung, wozu der gedacht ist. Ich könnte diesen kleinen Schlauch mit einem anderen verbinden. Aber mit welchem? Warnung, Luft entweicht in Überlaufrechnung. Geht. Luftverteilungssystem unvollständig. Druckanhebung nicht möglich. Aus diesem hier kommt ein seltsamer Geruch. Greife auf Wartungsfeld 114 zu. Das verstehe ich nicht. Warnung, unvorhergesehene Hydraulikverbindung. Ich hatte etwas Spektakuläreres erhofft. Greife auf Wartungsfeld 114 zu. Wenigstens ist nichts in die Luft geflogen. Aber mit welchem? Diesen hier stecken wir da an. Mal sehen, was passiert. Greife auf Wartungsfeld 36 zu. Wenigstens ist nichts in die Luft geflogen. Hier. Warum nicht? Warnung, Kühlmittel im Luftversorgungssystem. Das hört sich gar nicht gut an.
Und diesen hier? Es ist ein Versuch wert. Greife auf Bartosfeld 22 zu. Wenigstens ist nichts in die Luft geflogen. Das Ding heißt Wartungsfeld, aber ich finde nichts darauf, was man damit warten könnte. Luftverteilungssystem unvollständig. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle, aber... hier ist auch nichts drauf. Bei dem Rohr habe ich ein gutes Gefühl. Warnung, Kühlmittel im Luftversorgungssystem. Das hört sich gar nicht gut an. Und der hier sieht genauso aus wie alle anderen. Was nun? Greife auf Wartungsfeld 36 zu. Okay, aber ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist immer praktisch, ein gutes Messer dabei. Nun, wer will schon ewig leben, stimmt's? Allmählich fange ich an, dich zu mögen. Autsch! Das hat wehgetan. Aber dieser Schlauch war es wert, glaube ich. Schneiden ist alles wert. Das nenne ich einen Schlauch. Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Luftverteilungssystemintegrität wiederhergestellt. Oh ja. Beginne Druckanhebung. Moment, das ist gut, oder? Initialisiere Antischwerkraftfeld. Oh, jetzt geht's los. Gyrostabilisatoren am Netz. Dreht sich der Raum? Oder bin ich das? Oh je! Hey, da ist die Klappe. Oh, daneben. Puh, was ist das für ein Greifer? Und was ist das für ein Greifer? Diese gruselige Riesenroboterhand kommt mir seltsam bekannt vor. Dieser Stiefel ist offenbar näher als der andere. Mal sehen, ob ich da... Nö. Ich komme nicht an den Stiefel ran. Ich frage mich, ob dem kleinen Greifer genauso schwindelig wie mir ist. Ich brauche hier keine Wolkenschuhe. Ich muss keinen Helm tragen. Hier gibt es genug Sauerstoff. Wonach versucht sie zu greifen? Wonach versucht Mann? Offenbar steht er wirklich auf Stiefel. Oh. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind und ich eine freie Schussbahn habe. Ich frage mich, ob dem kleinen Greifer genauso schwindelig wie mir ist. Hey, jetzt steht das Ding weit offen. Wenn ich jetzt nur noch reinkäme. Hey, ich muss mich abstoßen. Oder woran ziehen. Egal was. Glaubst du, du kommst an den Arm ran, wenn ich dich vorstrecke? Drauf einstechen kann ich, aber danach greifen nicht. Ja, aber er könnte vielleicht nach dir greifen. Nein, er greift sich nur den Jungen und seine Sachen. Mamas Arme sind sehr eigen. Oh. Komm schon, Greifer. Mist, ganz schlechtes Timing.
Hier, kleiner Greifer. Mist, ganz schlechtes Timing. Komm schon, Greifer. Mist, ganz schlechtes Timing. Er ist hier. Mist, ganz schlechtes Timing. Bitteschön. Mist, ganz schlecht. Erwischt. Und jetzt lass den Helm los. Mist. Schlechtes Timing. Komm schon! Mann gegen Mann! Nicht mal ein Händedruck? Sie scheinen nicht voneinander angezogen zu sein. Glaubst du, du kannst die Hand für mich umbringen, Messer? Mir gefällt deine Denkweise, aber leider nein. Sie besteht aus Metall und ist so groß wie ein Haus. Ich dachte, du hättest ganze Raumschiffe erledigt. Ja, das sage ich doch. Eben nicht groß genug. Natürlich. Ich glaube, das würde ihn nur zerbrechen. Er ist einfach zu weit weg. Ich werfe dich jetzt auf diesen Stiefel. In Ordnung? Warum? Um einen Rückstoß zu erzeugen, der mich durch den Raum beschleunigt. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber dafür brauchst du viel mehr Kraft, Professor. Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Außerdem solltest du dich lieber an mir festhalten. Ich bin gut im Kämpfen. Ich komme nicht ran. Nicht mal mit diesem Helm. Hoppla. Falsche Richtung. Na, wozu kann man dich brauchen, wenn du nicht mal an irgendwas rankommst? Ich werfe es lieber nicht da rein. Komm schon, ich gehe voraus und schicke dann jemanden nach dir. Ja, klar. Ich werfe dich jetzt auf diesen Stiefel. Ich werfe dich jetzt auf diesen Stiefel. In Ordnung? Warum? Um einen Rückstoß. Ich glaube nicht, dass es weiterhilft, mit Wolkenschuhen rumzuwerfen. Die passen nicht. Nicht mal am kleinen Finger. Dieser Auslöser dient nur dazu, dämliche Physik. Nee, ich hab sie doch erst auseinandergebracht. Messer, ich werde dich in den Greifer dieses Dings da stecken, um ein Speer zu machen. In das Ordnung? Bringt nichts. Der Arm der Mama greift nur nach dem Jungen und seinen Sachen. Außerdem bin ich ein Einzelgänger. Messer, ich werde dich in den Greifer... Diese seltsamen kleinen Arme fühlen sich an, als seien sie aus lebendem Garn. Glaubst du, du kannst die Hand für mich... Glaubst du, du kannst die Hand für mich umbringen, Messer? Mir gefällt deine Denkweise. Eine Schale ist kein guter Ort, um ein Messer aufzubewahren. Ich weiß nicht, ob dieser Helm viel bringt, da wir ja nicht wirklich... Mist, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Warte mal, jetzt sehe ich's nicht mehr. Oh, dämlicher Riesengreifer, aus dem Weg!
dämlicher Riesengreifer! Aus dem Weg! Moment, wo ist das Ding jetzt? Mist. Schlechtes Timing. Hoppla! Falsche Richtung. Oh, dämlicher Riesengreifer. Aus dem Weg! Hab dich! Irgendwas sagt mir, dass ich dich nicht dazu bringe, diesen Stiefel loszulassen. Hab ich recht? Ich glaube, das sollte ich besser nicht tun. Mann, der Garnarm will diesen Stiefel wirklich nicht loslassen. Was ist nur so Besonderes an diesem Stiefel? Immer noch nicht lang genug. Sieht aus, als hätte der Arm etwas gefunden, was er unbedingt greifen will. Tut mir leid, Helm. Oh, ich spüre eine Art magnetische Anziehungskraft oder sowas. Leider ist sie nicht stark genug. Oh. Hey, den Griff kenne ich. Ich wette, dass du in einem von diesen Tentakeln warst, die am Strand nach mir gegriffen haben. Vermutlich in einem von denen, auf die ich geschossen habe. Schön, das geschieht dir recht. Auf die Art und Weise will ich auch nicht rausfliegen. Vielleicht kann ich von diesem Ding runterspringen. Juhu, der Weltraum! Ich hab's geschafft! Ach, komm schon. Hui! Schon besser. Die Luft da draußen wurde allmählich etwas dünn. Entweder bin ich hier in einer Art Flur oder in der Speiseröhre dieser Kreatur. Achtung! Luftschleuse. Für Außeneinsätze werden Schutzanzug und Luftschlauch benötigt. Aber keine Sorge, ich werde sie dir anziehen. Herzchen? Diese Raumanzugteile, die ich gefunden habe, gehörten also jemandem namens Herzchen? Aber wer ist nun Herzchen? Das würde ich wirklich gerne wissen. Oh nein, wir bewegen uns. Das bedeutet, dass ich Mok... Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Du bist wohl eine Maid aus der Welt der Sechsecke. Keine Sorge, kleines Sechseckmädchen. Ich finde die anderen Maiden und dann verschwinden wir alle von hier, klar? Bist du auch ein Gefangener? Warnung! Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Es ist zwar nervig, aber ich will es nicht wegwerfen. Noch nicht. Danke. Ich dich auch nicht, Mädchen. Hallo? Dieses Kämmerchen scheint zu schlafen. Ist das ein Zug? Die Tür geht nicht auf. Könntest du diese Tür aufbrechen, Dutch? Tut mir leid. Wenn sie versperrt sind, kann nur Mama sie öffnen. Sie ist das Gehirn der ganzen Operation. Die Intelligenz, was? Kannst du mich dorthin bringen? So viel verrate ich. Du bist schon näher dran. Mann, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa.
Vielleicht lebt Mok Chotra ja wieder. Nun ja, so gut sieht er nicht aus. Offenbar ist etwas Schreckliches hier drin. Aber was? Die Tür geht nicht auf. Du kannst das also nicht öffnen? Nein, das kann nur die liebe Mama. Das sieht gar nicht sicher aus. Ich will das nicht schneiden. Nur weil du es noch nicht probiert hast. Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Ist das viel Müll? Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Da haben sie vermutlich wohl Sachen geschmolzen. Sieht aus wie abgesperrt oder so. Du kannst das also nicht öffnen? Ah, in der Höhle des Monsters, beziehungsweise Schiff. Ob Monster oder Maschine, ich habe es schon vorher zu Fall gebracht. Von innen sollte es noch einfacher sein. Geht nicht auf. Ist das die Intelligenz? Sieht wichtig aus, aber irgendwie auch unecht. Wahrscheinlich eine Attrappe. Im Ernst, wen wollen Sie mit diesem Kinderkram reinlegen? Im Ernst, wen wollen Sie mit diesem Kinderkram reinlegen? Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser Operation finden könnte, dann kann ich vielleicht alle Türen öffnen. Siehst du? Wir sind gar nicht im Weltall, Dutch. Das wusste ich. Schließlich habe ich auch das Schiff zum Absturz gebracht. Erinnerst du dich? Nein, ich habe es zu Fall gebracht. Aber lass uns nicht streiten. Bringen wir es gemeinsam noch einmal zu Fall. Solange ich Dinge zerschneiden kann, bin ich dabei. Siehst du? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Und dann auch noch so schnell. Und dann auch noch so schnell. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Das Schiff brennt. Du musst hier raus. Ich weiß, dass das Schiff brennt. Deswegen bleibe ich auch in diesem feuersicheren Raum, bis ich herausfinde, was zu tun ist. Wer ist das? Ich heiße Vella Tartin und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martin gesagt? Ist das einer deiner Witze, Shay? Ist das Mok Chotras Gehirn? Den Zug abschalten? Ich habe jeglichen Kontakt zum Zug verloren. Betriebstechnik, nur eine routinemäßige Wartung. Betriebstechnik? Wovon sprichst du? Bist du das, Shay? Ja, ich bin's, Shay. Wirklich? Ist das wirklich du, Shay? Deine Stimme hört sich so seltsam an. Ich wurde verletzt. Deswegen klingt meine Stimme so komisch. Oh, das hört sich erschrecklich an. Wenn es denn wahr ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll.
Ich bin's. Erkennst du mich etwa nicht? Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Was ist das? Eine Art Wohnbereich? Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mock Chotra. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mock Chotra. Das hast du dir selbst eingebrockt. Schöne Aussicht. Auf beides. Das sieht ziemlich schwer aus. Gruselig. Warte, ist das echt? Schöne Aussicht. Auf beides. Gut, das ist definitiv eine Attrappe. Pew! Warum sollte das jemand hier hin tun? Vielleicht hat der Junge, den ich gesehen habe, versucht, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um nicht als Kidnapper vor Gericht gestellt zu werden. Oder jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Wie auch immer, ich berühre es nicht. Warum sollte das jemand hier hin tun? Warum sollte das jemand hier hin tun? Irgendjemand hat diesen Lüftungsschacht aufgebrochen. Ich frage mich, warum. Gibt wohl nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Shay! Du! Du bist es also! Die Letzte! Warum hast du mich die Letzte genannt? Du warst die letzte Kreatur, das letzte Ziel unserer Rettungsmission. Shay schien mehrmals besonders interessiert an dir zu sein. Wer bist du? Steuerst du dieses Monsterschiff? Nein, sie kontrolliert es. Die Intelligenz. Ich war nur ein blinder Passagier, der geschickt wurde, um den kleinen Jungen zu retten. Wovor wolltest du den Jungen retten? Vor ihr, die sie Mama nennen. Sie wurde dafür programmiert, den Jungen zu beschützen, aber sie tut es ohne Sinn und Verstand. Jetzt ist er ihr Gefangener. Wir alle sind Gefangene. Wer ist sie? Ich meine, wer ist sie wirklich? Sie ist die Intelligenz dieses Schiffs. Du findest sie im Raum neben der Kantine. Aber sei vorsichtig. Sie hat überall Augen und Hände. Der Junge ist kein Gefangener mehr. Er ist geflohen, als ich an Bord gekommen bin. Verstehe. Nun, das sollte die Mission nicht beeinträchtigen. Welche Mission? Die Kontrolle über das Schiff zu erlangen und diesen Wahnsinn zu beenden. Hat der Junge die Maiden entführt? Nein. Und ja, er hat sie ausgewählt. Aber er wusste nicht, was er da auswählt. Er dachte, er würde hilflose Kreaturen retten. Und das haben wir in Wirklichkeit auch getan. Wovor habt ihr sie denn gerettet? Wir haben euch vor der Pest gerettet. Welcher Pest? Hol mich hier raus und ich erklär's dir. Warum sollte der Junge auswählen, wen ihr rettet? Selbst unsere beste Technologie kann nicht die Instinkte eines Jungen wie Shay ersetzen. Vor allem nicht in seinem Alter. Du erklärst es ja gar nicht wirklich. Das Sprechen fällt mir schwer. Nimm das von mir runter, dann erkläre ich dir alles. Warum habt ihr mich ausgewählt? Ich vermute, er hat deine Stärke gespürt, deinen Geist. Ich hoffe, dass er recht hatte.
Wo sind die anderen Maiden, die ihr gerettet habt? Sie sind in Sicherheit, aber eingesperrt. Sobald wir wieder die Kontrolle über das Schiff übernommen haben, können wir sie befreien. Wo fliegt das Schiff hin? Vermutlich zurück zu seinem Heimathafen, um uns seinen Herren auszuliefern. Kannst du eine der verriegelten Türen auf diesem Schiff öffnen? Naja, meine Arme stecken fest. Aber ich glaube, ich kann diesen einen Knopf da drücken. Das ist alles, was ich tun kann. Danke, damit kann ich arbeiten. Hey, warte, du bist ein Wolf. Tut mir leid, ich hatte einen wirklich seltsamen Tag und es wird immer schwieriger, seltsame Sachen sofort zu erkennen. Das ist eine lange Geschichte, aber wenn du mir hier raushilfst, verspreche ich dir, dass ich dir alles erkläre. Können wir das Schiff stoppen? Ja, aber nur, wenn wir in den Kontrollraum kommen. Sie hat die Tür mit einer Art Notverriegelung versperrt. Nur sie kann die Tür von innen öffnen. Ich muss los. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich muss los. Geh in den Kontrollraum. Diesen Schalter hat er verwendet, um die Tür da drüben zu entsperren. Die lasse ich lieber offen. Diesen Schalter hat er verwendet, um die Tür da drüben zu entsperren. Die lasse ich lieb. Sieht aus wie so ein Videospiel. Sieht aus wie so ein Videospiel. Diese großen Überwachungsbildschirme scheinen nicht zu funktionieren. Ich will diesen Kerl nicht befreien, solange ich nicht 100% sicher bin, wer er ist. Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Ich will das nicht schneiden. Sieht aus, als würde hier ein Tier schlafen. Sieht aus wie in einem Museum, nach einem Tornado. Ich frage mich, was ich hier drin wohl über das Kind erfahren kann. Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. Sicherheitspreis, Wassersport. Es ist ein Gemälde von etwas, das wie ein roter Stiefel aussieht. Da steht Sicherheitspreis, Kategorie Schuhwerk. Erster Platz, Umarmmarathon. Was für ein trauriger Sack. Zweiter Platz, Wettbewerb im Schuhebinden. Shays erste Weltraumstiefel, 5 Jahre. Dieses Zugunglück scheint mir eine unheilvolle Vorahnung zu sein. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig.
Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Hallo? Hey, wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich? Nun, ich... Oh mein Gott, ich muss nachschauen. Es ist schon so lange her, dass mich jemand gefragt hat. Ich heiße Melanie. Bist du eine Besenkammer, Melanie? Fast. Komm rein. Ich zeig's dir. Gut. Und schließe deine Augen, damit deine Augäpfel beim Teleportieren nicht verloren gehen. Was? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Überraschung! Ich bin ein Teleporter. Jetzt erzählst du mir ein Geheimnis. Hey, wo ist der andere Raum hin? Was ist mit meinem Kopf los? Und meiner Stimme? Oh nein, ich dachte, ich hätte das repariert. Du hast meinen Kopf größer gemacht. Keine Sorge, Schätzchen, das dauert nur kurz. Lass mich einfach von dir zurück teleportieren und ich korrigiere das. Das ist seltsam. Hallo? Weißt du, sie hat nicht viel gesagt, seit das Schiff angegriffen wurde. Ich hoffe, es ging ihr gut. Sie macht nur viel Wirbel, weil sie eine besondere Wartung haben will. Hör auf damit, Nadine! Hallo? Wer will zum Steuerbordkorridor? Pech gehabt. Abgeschlossen. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Höre ich mich jetzt eher wie Shay, ich meine, wie ich an? Vielleicht, aber deine Stimme hört sich so seltsam an. Na schön, ich bin nicht Shay. Was? Willst du etwa ein grausames Spiel mit mir treiben? Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Alles in Ordnung. Du kannst jetzt rauskommen. In Ordnung? Hast du Witze? Kannst du diese Tür öffnen? Ich könnte, aber das tue ich nicht. Nicht, bis ich weiß, wer du bist. Ich bin gleich wieder da. Was? Wer bist du? Es ist immer praktisch, ein gutes Messer. Ich will das nicht schneiden. Ich muss kein Helm tragen. Hier gibt es genug Sauerstoff. Hallo? Wer will zum Steuerbordkorridor? Augen zu und durch. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist. Ah, oh, da ist mein alter Kopf wieder. Bist du sicher? Ich finde, er ist immer noch ein bisschen zu groß. Ja, das ist alles Gehirn. Schon gut, schon gut. Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen, nicht wahr? Gib mir unbedingt eine gute Bewertung, in Ordnung?
Du hast meinen Kopf größer gemacht. Keine Sorge, Schätzchen, das dauert nur kurz. Nicht wahr? Bitte zähle deine Finger und Zehen, bevor du den Teleporter verlässt. Jetzt ist er noch größer. Übertreib's nicht, Schätzchen. Du musst mit mir zurück, bevor du platzt. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ja, ich bin's. Shay. Du hörst dich irgendwie seltsam an. Das liegt wohl an der Sprechanlage. Ich brauche aber einen handfesteren Beweis, Shay. Oder wer immer du bist. Ich will glauben, dass du es bist, Shay. Trotzdem kommt mir das alles im Moment so komisch vor. Erst der Absturz, dann fiel meine Steuerung aus und jetzt erreiche ich deinen Vater nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich vertrauen kann. Es würde mir besser gehen, wenn du mir einfach ein paar Fragen beantwortest, okay? Natürlich. Nun gut. Erste Frage. Wie hieß dein Lieblingsplüschtier, als du noch ein Kind warst? Mister... Mach weiter. Häschen. Ist das deine Antwort? Ja. Mister... Häschen. Verstehe. Du bist nicht mein Sohn. Nein, warte. Ich dachte gerade an mein zweitliebstes Spielzeug. Lass es mich nochmal versuchen. Hallo? Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Thank you.
Kennst du den Namen von Chase Lieblingsstofftier? Die einzige Kreatur, um die er sich besonders gekümmert hat, bist du. Ich muss los. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Es ist immer praktisch, ein gutes Messer dabei zu haben, auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Ich will das nicht schneiden. 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 Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Die behalte ich. Es ist schwer, die passenden Schuhe zu finden. Ich brauche hier keine Wolkenschuhe. Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Gruselig. Warte, ist das echt? Ich bin's, Jay. Stell mir eine persönliche Frage und ich werde es dir beweisen. Nun gut. Erste Frage. Wie hieß dein Lieblingsplüschtier, als du noch ein Kind warst? Mister... Mach weiter. Knuddel. Ist das deine Antwort? Ja. Mister... Knuddel. Verstehe. Oh, Shay, es freut mich sehr, dass du dich an Mister Knuddel erinnerst. Er war dein erster Freund, den ich für dich gestrickt hatte. So langsam macht das keinen Spaß mehr. Wie bitte? Gar nichts. Verstehe. Nun gut, dann habe ich noch eine Frage für dich. Welcher meiner vielen Kosenamen für dich hat dir am besten gefallen? Bitte, können wir das bleiben lassen? Genau. Genau diese Antwort habe ich immer darauf bekommen. Du hast meine Kosenamen gehasst. Also, Shay hat sie gehasst. Nun, zur Sicherheit noch eine Frage. Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel, bis er darauf bestand, Maschinenfabrizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass ich niemals eine Farbe oder ein Muster wiederholte, damit es nicht langweilig wird. Sag mir also bitte, welche Farbe, welche Größe und welches Muster seine allerersten Weltraumstiefel hatten. Grün. Und die Größe? Größe 4. Und das Muster? Einfach. Oh. Und ich dachte schon, dass du wirklich Shay wärst. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist.
Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Zweiter Platz. Wettbewerb im Schuhebinden. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte? Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte? Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Offenbar hatten diese Leute riesige Monsterraumschiffe, bevor sie die Farbfotografie erfunden haben. Hallo, ich bin's, Shay. Was war nochmal die letzte Frage? Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel, bis er darauf bestand, maschinenfabrizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass ich niemals eine Farbe oder ein Muster wiederholte, damit es nicht langweilig wird. Sag mir also bitte, welche Farbe, welche Größe und welches Muster seine allerersten Weltraumstiefel hatten. Lila. Und die Größe? Größe 3. Und das Muster? Punkte. Ich dachte schon, dass du wirklich Shay wärst. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. Ich glaube, ich muss noch mehr herausfinden. Gut, das war's. Ich muss eine Karte machen, um diese Hinweise zu ordnen. Ich nehme einfach dieses Stück Papier und diese Stifte da. Voila! Nun, der schwierige Teil ist geschafft. Jetzt muss ich sie nur noch ausfüllen. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch?
Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte? Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Ich will das nicht schneiden. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ich bin gleich wieder da. Hallo Mel. Zurück in die Müllkammer. Angsthase. Hallo. Wer will zum Steuerbord kommen? Ach, ihr Liebes, wir müssen. Ah, da ist mein alter Kopf wieder. Hallo. Zurück zum Nexus. Augen zu und... Thank you.
Das ist der Auslöser für Alex Tod. Sieht aus, als würde ich hier ein... Hi, May. Hey, Val. Ich... Hallo, ich bin... Lila. Und die Größe? Größe 3. Und das Muster? Punkte. Oh. Und ich glaube, ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Du hast doch mindestens eine Schlange. Ich will diesen Kern nicht befreien. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit toten Schädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Ich wette, irgendjemand wollte Socken stricken, die aber viel zu lang wurden. Und so ist die Schlange entstanden.
Hallo, ich bin's, Che. Lila. Und die? Größe 4. Und das muss? Punkte. Che, du bist es. Du bist kein Computer. Du bist nicht Che. Was hast du mit unserem Schiff gemacht? Wo ist mein Sohn?